Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Jetzt wissen wir, wo der hierher gekommen ist. Er war gerade vorige Folge noch nicht da. So, und der noch. Weg sind sie. Und weg sind sie, Leute. Na, Schwert kann ich nichts mehr machen. Brauchen wir hierfür nochmal den, naja, leider zu wenig, macht aber nichts, macht gar nichts. Wir brauchen Schienen, ja genau, wir brauchen Schienen, sollte ja vielleicht ausreichend sein, die war hier, samt der Erde hier. Braucht kein Mensch. So, nehmen wir die Lore. Dann fahren wir mal wieder ans Ende unseres Bienensystems, wo wir ja damals angefangen haben. Alter, ist das hier Welt? Das hätte ich mal nicht gedacht, dass das hier so ein weiter Weg wird. Aber okay. Halt nun mal so. Wir heute hier bis vielleicht bis ans Ende kommen. Mal sehen. Aber müsste sich hier ausgehen. Sollte locker funktionieren. Hoffe ich mal. So, bald sollten wir auch den Dreh hier wieder raus haben. Naja. Wenn man die richtigen Knöpfe erwischen würde. So, hier noch. Raus. So. Jetzt wird er immer schneller, wie ihr sehen könnt. Also sollten wir bald mal da am Ende sein, hoffe ich mal. Ganz so weit kann es ja nicht gehen. Sind halt mal meine Hoffnungen, dass nicht zu weit. Sind wir denn schon das Ende? Ne, noch lange nicht. Da sehen wir noch lange kein Ende. Ja Leute, kann man gar nicht vorstellen, dass wir da so lange gegraben haben. Oder gebuddelt, oder wie auch immer. Auf jeden Fall schon richtig krass. Aber da den, aber da hinten die Mine, weil den, das Tunnel, den Tunnel, den haben wir ja noch gar nicht richtig untersucht. Wer weiß, wie viel er noch Eisen ist und alles andere. Sollten wir mal machen. Richtig mal reinschauen. Unser Inventar ist ja fast wieder leer. Da sollten wir dann genug Zeit haben, das zu machen. Das wäre halt mal der Plan. Und unsere Werkzeuge ein wenig aufzurüsten oder zu verzaubern, wie ihr das auch immer nennt. Naja. Die Frage ist halt nur, ob wir heute da hinten noch irgendwann mal ankommen werden. Das ist nämlich die Frage. Würde ich aber schon gerne. Ah, da hinten ist ja bald das Ende. Dann ist ja schon mal gut. Ich dachte noch, es geht ewig weit dahinter. Aber zum Glück nicht. Zum Glück geht es da nicht so weit hinter. Da kommen Schienen noch. Schiene. So sollte das eigentlich passen.
Und ich habe schon wieder Zombies gehört. Zombies. Ah, wo? Nicht hier? Das ist ja schon mal gut, dass die nicht hier sind. Aber höre irgendetwas planschen. Das heißt ja, die können nicht weit weg sein. Da gehen wir mal nicht weiter. Wäre mir ein wenig lieber, dass wir da mal nicht weitergehen. So, da oben waren wir auch schon. Ist nicht euer Ernst, dass ich schon die ganze Mine hier untersucht habe. Das kann doch nicht sein. Ah, vielleicht hier in diese Richtung. Da könnte es ja noch ein wenig weiter gehen. Da unten haben wir ja einen Zombie. Ja, ein Eisen. Jetzt voll ausgezahlt. War jetzt das Beste, was uns passieren konnte, dass wir ein Eisen noch gefunden haben. Ich hoffe mal, da gibt es noch mehr von dem guten Zeug. Hallo Zombie. So. Ach nee. Nee, komm. Zombie töten. Zombie böse. Ach nee, muss ich da jetzt unbedingt runterfallen? Naja, anscheinend schon. Anscheinend muss das sein. Naja, kann ja mal passieren. Glück gelaufen. Hätte ja etwas anders laufen können. Aber es müssten ja noch ein paar Zombies hier drinnen rumlaufen. So wie es sich da anhört. So, jetzt mal das. Jetzt mal ein bisschen besser nachdenken, was wir machen. Wäre vielleicht ja gut. So, wie bringe ich das Wasser von da weg? Aber irgendwie habe ich Angst, dass ich dann noch weiter runterfalle. Noch einmal runterfalle. Solange das Wasser hier in die Richtung läuft, zum Rand zu, können wir ja gar nicht runterfallen. Denke ich mal. Und hier haben wir dreimal Gold. Haben wir einen Stein, als wir dann wieder raufkommen? Ja. Schon mal gut, dass wir hier ein paar Steine übrig haben. Wäre ja blöd, wenn wir nicht mehr raufkommen würden. Und dahinter uns gleich Eisen. Haben wir ja erst noch gar nicht gesehen. Aber leider nur zweimal aussieht. Ja, halt so. Kann man ja auch nicht ändern. So, das hier machen wir mal zu. Dafür sollten wir in der Lage sein. So, schon mal eine Gefahr weniger hier für uns. Schöne Eisen hier nehmen wir uns gleich mal. Ah, was ist jetzt hier los? Ja, da keine Fackel mehr. Keine Fackel mehr, gleich dunkel. Ach nö, wird da runtergefallen. Jetzt sind wir da wirklich runtergefallen, Leute. Ja, aber egal, da haben wir wieder Gold.
Ganz so schöne Gold bitte zu mir. Wohin denn sonst? Ich bin ja immer so unvorsichtig. Ich weiß nicht warum. Obwohl er unter uns irgendwie immer Lava sein könnte. Trotzdem mache ich es immer wieder. So, jetzt aber lassen wir es da gut sein. Und wieder rauf. Hinten machen wir auch mal zu. So, zu. Dann sehen wir gleich mal nach, was hier so Schönes gibt. Ich sehe es eigentlich schon kommen. Wir werden uns da richtig verirren. Boah. Wäre ich fast in die Lava gelaufen, obwohl ich es direkt gesehen habe. Aber trotzdem. Was denn hier los? Das kann es ja nicht sein. Sollte man nicht machen. Also Leute, nicht nachmachen. Aber nach dem Gold. Haben wir einfach mal so liegen gelassen. So eine Art brauchen wir nicht. Aber natürlich brauchen wir das. Wir brauchen alles. Alles brauchen wir, Leute. Nichts, was wir nicht brauchen. Außer unser Inventar ist voll. Dann brauchen wir keine Steine. Keinen Kies. Auch sonst nicht viel was. Außer diese schönen leuchtenden Sachen. So. Wo bin ich da runter? Da vorne. Zurück werden wir da aber erstmal zum Eisen gehen. Weg zurück. So. Hätten wir da mal wieder ein bisschen etwas gesammelt. Und da würde ich jetzt auch gerne wieder rauf. So. Irgendwie weiter irgendwo hinkommen werden wir da wohl nicht. Ah, da vorne ist der Zombie, der uns vielleicht die ganze Zeit erschrocken hat. Sehen wir ihn uns mal an. Ah, kommen ja mehrere. So, der ist erstmal tot. Wo ist der andere? Was gerade hier war. Zombie, da vorne nehmen wir das Lalliputzizan damit, oder wie das heißt, merke ich mir nicht, wird aber auch egal sein, nicht so wichtig sein, solange ich noch weiß, für was wir das brauchen, ist ja ganz gut. Gut, Zombie, bleib gern von mir. Mann, ich habe da irgendwie voll Angst, dass ich da runterfalle. Wäre natürlich nicht so schön. Ganze Spitzhacke und das Ganze weg hier in der Lava. Das bekommen wir nicht mehr zurück. Deswegen sollte man das auch unbedingt sein lassen. Auch nur irgendwie versuchen hier zu sterben. Alles ist hier mit höchster Vorsicht zu genießen. Ah, komm. Woher kommt hier das Wasser? So, das hätten wir mal geschafft in diese Richtung. Aber natürlich geht es in die andere Richtung auch noch weiter. Und da oben haben wir auch noch genügend Eisen. Nehmen wir auch sehr gerne mit, Leute. So. Mal sehen, was da hinten so los ist. Ja, ein bisschen Smaragd. Ein wenig Smaragd haben wir hier.
Und hier wieder Gold. Schönes Gold. Wer kann denn auch nicht genug haben von Gold? Gold kann man ja nie genug haben. So. Und hier gleich wieder ein wenig Eisen. Na Freunde, wie soll ich denn da jetzt wieder weiterkommen? Keine Ahnung. Erstmal ein klein wenig nachdenken. Und das hier wäre vielleicht auch schon wieder der erste Fehler gewesen, der uns umgebracht hätte. So, das können wir hier verbinden. Haben wir schon wieder mal zwei Slots frei. Erstmal sehen wir mal, dass das Wasser da wegkommt. Das wäre hier erstmal der erste Plan. Wasser weg. Wenn ich sehen würde, von wo das herkommt. So, gehen wir da mal rauf, als wir raufkommen. Ah Mann, da hört sich schon wieder voll nach Zombie an. Und ein Zombie im Wasser. So, sehen wir mal danach. Erst sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Und versichern uns, dass es da nichts Böses ist, was uns töten will. Ja, das war aber gerade etwas Böses, was uns töten will. Nicht so schön. Ach man, ich mag diese Zombie-Geräusche hier nicht im Spiel. Kann die überhaupt nicht leihen. So, Brot wollte ich mal hier hin machen. Ja, Zombie, wo bist du? Wenn ich dich sehen würde, hätte ich keine Angst vor dir. Ah, da oben. Komm runter. Komm schon. Zombie. Komm schon. Jetzt muss ich mich darauf buddeln oder was? Nur damit der Zombie tot ist. Da keine Geräusche mehr macht. Blöder Zombie. Gut, zuerst muss aber das Essen hier weg. Wo ist er denn jetzt hin? Da haben wir ihn. Ist halt tot. Ja, Zombie, dazu, wenn du dich mit mir anlegst. Oh, wo hatten wir denn da noch etwas? Könnt ihr euch erinnern? Ja, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von einem 10-Jährigen, so wie es aussieht. So, da läuft auch noch irgendwo etwas rum, aber im Wasser. Wasser haben wir da ja nicht, nicht zu viel. Ah Mann, wie weit es da hier nur weitergehen wird. Wir werden sehen. Wasser kommt auf alle Fälle mal von hier. Hoffen mal, dass wir hier nicht sterben werden. So, das machen wir hier mal zu. Lava sollte mal weg sein. Dann haben wir nur noch Wasser hier. Sollte jetzt auch abgeschlossen sein. Reaper, raus!
Aber wo bin ich denn da jetzt wieder reingetreten? Oh, bei Creeper. So. Ah Mann, der hat mir jetzt auch erwischt. Naja, wer denkt denn, dass da zwei vielleicht hätte rumlaufen? Ich erstmal nicht. Noch einer? Oder wie? Hallo? Deck dich doch zuerst. Naja, wird schon schief gehen. In jedem Fall hört sich das an, als ob da etwas sehr nahe an uns dran wäre. Ah, da unten. Gut zu wissen. Der hat uns wenigstens mal nicht erwischt. Glaube ich halt. Hoffen wir mal, dass hier kein Creeper Spawner oder so ist, hier in der Höhle. Da scheinen ja ziemlich viele zu sein. Mir vielleicht nicht gerade so gefällt. Ah Mann. Falsch. So. Und da kommt das Wasser. Dazu. Alles, was hier irgendwie rumfließt, kann eigentlich weg. Zombie ist hier. Nee, das ist ein Slimy. Was ist denn das? Ah, komm. Ja. Blödes Zombie-Ding. Ah, Mann. Das zieht Energie ab. Ach, nee. Wieder ein Brot essen. Wäre ja mal schön, wenn wir hier die Höhle ein wenig in Ruhe erkunden könnten. Ach, die gerade Diamanten. Aber nur so aus. Ah, nur so aus, Freunde. Vielleicht war das einfach nur wieder Smaragd. Smaragd war das hier. Nehmen wir trotzdem gleich mit. Gleich mitnehmen. Gutes Zeug soll man nicht liegen lassen. So. Das war jetzt Deutsch. Gutes Zeug soll man nicht liegen lassen. Weg das Deutsch, Freunde. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. So. Hier mal. Dann haben wir hier das Eisen. Fragen wir nicht mal, ob ich hier irgendwie jemals zurückfinden werde. Immer da irgendwie nicht so sicher. Sind ja jetzt schon tief drinnen hier in der Höhle. So, wenn ich das abbaue, dann fliegt das hier alles runter. Wenigstens geht es da schon mal nicht weiter. Sondern wir können da mal das Loch stopfen. Ja, darunter sollte man vielleicht auch nicht, wenn man nicht gerade darunter muss. So, keine Fackeln mehr, oder wie? Können wir uns welche machen? Ja, klar. Nur nicht mehr allzu viele. So, da drinnen scheint der Creeper explodiert zu sein. Wenn wir da noch ein wenig Kohle finden, können wir uns dann wieder auch noch ein paar Fackeln machen. Ist auch ziemlich cool. Sollten wir das wohl am besten mitnehmen. Ja, Kohle. Wieder voll mit Kohle. Ich habe gar keine Kohle. So sieht's aus. Wir haben gar nichts von der Kohle. Ich bin mal gespannt, ob wir mit einem vollen
Inventar zurückkommen oder ob wir alles verlieren. Weil dahin finde ich bestimmt nicht mehr. Wäre denn, dass ich da jemals wieder zurückfinde. Aber die Spitzhacke scheint ja ziemlich gut zu sein. Obwohl wir erst Effizienz 2 haben. Die dann wohl funktionieren wird, wenn wir besser sind. Keine Ahnung. Ja. Wenn wir nicht zurückfinden, springen wir einfach da raus. Darunter meine ich. Aus. Wieder so gutes Deutsch hier. Ja Leute, könnt ihr bei mir einen Deutschkurs buchen? So, die Kohle hier. Ah, brauchen wir nicht abbauen. Ich alles nur runter. Ah, geht schon wieder an einen Ort, wo wir noch nicht waren. Und das hört sich nach Zombie an. Ja, dunkel wie die Nacht, finster ist. Natürlich. Ah, drüben waren wir auf alle Fälle schon mal. Und es hört sich hier nicht gut an. Runter. Nö. Ist doch mal gut. Ah, zum Glück bin ich da nicht näher rangegangen. So, da ist jetzt aufpassen angesagt. Wo geht's dahin? Gehen wir mal ein wenig hier lang und sehen uns das mal an. So, ah, Leute, Aufmerksamkeit muss, sollte man hier ein wenig haben. Unaufmerksam wird das hier wahrscheinlich schnell zum Tod. Wenn da unten wenigstens keine Lava wäre. Würde es mir wahrscheinlich schon ein wenig besser gehen. Aber dies sollten wir ja hier aufhalten können. Mit ein paar einfachen Tricks. So. Da sind wir gekommen. Da unten war Eisen und noch eine Quelle für Lava, die wir jetzt aber auch gestoppt haben. Sollten wir da jetzt ein wenig aufpassen, dass jetzt alles raussprudelt wieder. Und ja Leute, für heute war es das hier auch wieder. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Abo und Like da zu lassen. Würde mich sehr freuen. Und bis dann, Freunde.